Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge von Beautiful Code in Python. Und heute wollen wir uns mal mit dem Konsolidieren von Excel-Dateien beschäftigen. Sprich, wie kann ich beliebig viele Excel-Tabellen zusammenfassen? Und das Szenario oder die Aufgabenstellung, die wir jetzt hier mal versuchen zu lösen, ist folgende. Stellen wir uns mal vor, wir sind in irgendeinem Verein und der Verein überlegt, welche Themen er im nächsten Jahr umsetzen soll. Und wie üblich bei fast jedem Verein und auch egal ob Verein oder nicht Verein, man hat mehr Themen als Geld. Und dann heißt es immer, okay, ich habe hier eine Liste von Themen, aber ich habe eigentlich nicht genug Geld, um alle Themen umzusetzen. Und deswegen fragt man die Vereinsmitglieder jetzt einfach mal, was sind euch die wichtigsten Themen? Ihr müsst euch aber beschränken auf die Top 3 Themen und bitte dann entsprechend die Excel-Tabelle, die wir euch jetzt zuschicken mit den ganzen Themen, priorisiert zurückschicken. Das ist so, dass die Aufgabenstellung, von der wir jetzt gerade sprechen, und ich glaube, das kommt relativ häufig vor, nicht unbedingt nur im Verein, sondern auch in irgendwelchen Sitzungen mit irgendwelchen Teilnehmern, wo man im Vorfeld sich Gedanken macht, was im nächsten Jahr in dem Unternehmen, vielleicht auch in der Abteilung, in dem Bereich, keine Ahnung, passieren soll. Und man verschickt da so eine leere Liste mit den Themenvorstellungen und sagt, liebe Teilnehmer, schickt uns das Zeug mal zurück. So, und wir sind jetzt in der Phase, wo wir die ganzen Ergebnisse zurückgeschickt bekommen haben. Wir haben hier vier Ergebnistabellen von den einzelnen Vereinsmitgliedern in dem Fall zurückgeschickt bekommen. Das könnten aber auch 20 Tabellen sein oder 50 oder 100 oder 1000. Das spielt keine Rolle. Und unsere Aufgabe ist es jetzt eben, diese ganzen einzelnen Ergebnisse zusammenzufassen in einer Ergebnistabelle. Die taucht hier schon auf, Ergebnis gesamt, weil ich das Programm halt schon ein paar Mal habe laufen lassen, um zu gucken, ob es auch wirklich funktioniert. Aber schauen wir uns einfach mal eine Tabelle an, damit man ein Gefühl dafür bekommt, wie sieht die aus. Und ich habe jetzt in unserem Beispiel das sehr simpel gemacht. Ich habe eine Tabelle gebildet, die besteht eigentlich nur aus zwei Spalten. Und in der ersten Spalte sind die Themen genannt, hier mal von A bis H. Das kann dann alles Mögliche sein. Und der Teilnehmer oder das Vereinsmitglied hat in dem Fall Punkte vergeben. Und die Vorgabe war, ihr dürft 3 Punkte, 2 Punkte oder 1 Punkt vergeben. 3 Punkte ist euch das wichtigste Thema. Also dieser Teilnehmer hier, Meier, hat das Thema D als wichtigstes Thema identifiziert und zurückgemeldet. Und das Thema G war ihm das zweitwichtigste Thema und das Thema A das drittwichtigste Thema, sprich das mit der geringsten Punktzahl. So, und jetzt kriegt man eben von jedem dieser Teilnehmer die entsprechenden Rückmeldungen zurück. Und das Problem, was dann in der Praxis häufig auftaucht, neben der manuellen Arbeit, die jetzt notwendig ist, um diese ganzen Punkte hier rauszukopieren und dann in so eine Zieltabelle zu kopieren, ist folgendes. Nehmen wir mal die nächste Rückmeldung von dem Müller, die gekommen ist. Und Müller hat jetzt folgendes gemacht. Der kennt sich ganz gut aus mit Excel. Der hat seine Punkte auch wieder vergeben für die verschiedenen Themen, hat aber die Themenreihenfolge geändert und hat das Ganze sortiert nach Punkten aufsteigend. Warum auch immer. Und wenn man jetzt eben diese Spalte nehmen würde, rüber kopieren würde in seine Zieltabelle, würde diese Reihenfolge nicht mehr zusammenpassen mit der Reihenfolge der Themen, die ich in meiner Zieltabelle habe. Und da muss ich jetzt hier erst einmal alles wieder umsortieren nach Themen und danach kann ich das dann umkopieren. So, und wenn wir damit fertig sind, dann würde der Schulze um die Ecke kommen und der ist noch ein Stückchen weitergegangen. Der kennt das System noch viel besser. Der hat nicht nur das Ganze umsortiert, der hat auch einen Filter draufgelegt, sodass ich jetzt eigentlich gar nicht das so ohne weiteres rauskopieren kann. Ich muss erst einmal den Filter rausnehmen, dann die Themen umsortieren und dann kann ich das rüberkopieren in meine Zieltabelle. Und dem Vogel schießt schließlich Honk ab, also der Name ist Programm. Den hat man in jedem Verein, in jedem Betrieb, in jeder Abteilung. Egal wie oft man gesagt hat, er soll die Punkte 1 bis 3 zurückliefern, hat er das alles nicht verstanden und hat hier mehrfach 2, also ich glaube dreimal eine 2 zurückgeliefert, ganz andere Werte zurückgeliefert und dann auch noch irgendwie Text reingeschrieben in die ganze Geschichte. Und all das wollen wir jetzt beim Konsolidieren dieser Geschichte abfangen und entsprechende Hinweise geben und das Ganze korrigieren, sodass wir dann zum Schluss eine saubere Ergebnistabelle haben, die, und die zeige ich dann auch, so aussehen soll, wo wir dann einerseits die Themen hier aufgelistet haben von A bis H und dann haben wir pro Teilnehmer die Punkte, die dann aber den richtigen Themen zugeordnet sind. Und zwar völlig egal, wie die Reihenfolge der Themen
in dieser Rückmeldungs-Excel-Datei von dem Meyer, Müller und Schulze war, soll dann eben das den richtigen Themen zusortiert sein. Und ganz zum Schluss wollen wir dann auch den Honk soweit bekommen haben, der fehlt hier nämlich, weil er eine ungültige Rückgabe gemacht hat. Deswegen ist die hier auch nicht aufgenommen. Aber ganz zum Schluss wollen wir den Honk auch dazu kriegen, dass er eine gültige Rückmeldung liefert. Und dann taucht er hier auch auf. Und dann muss man nichts anderes machen, als eben pro Zeile eine Summe zu bilden und danach den Summen sortieren, absteigend, weil dann das Thema mit der gesamthöchsten Summe gewinnt. Das ist dann das Top-1-Thema für alle Vereinsmitglieder. Und das zweitwichtigste Thema und drittwichtigste Thema kriegt man dann über diese Summenbildung und Sortierung raus. So, soweit so gut und jetzt reingesprungen in die Programmierung. Und wie üblich, kennt ihr ja von mir, würden wir hier alles rauslöschen, vielleicht, damit ihr nochmal seht, was auf euch zukommt. Das sind so um die 30 Zeilen Code, mehr ist das gar nicht. Und vom Skill-Niveau her solltet ihr in meiner Playlist ungefähr bis Video 10 gekommen sein. Das ist so Minesweeper gewesen, wie man das programmiert. Und wenn ihr das hinter euch gebracht habt, dann versteht ihr das hier auch ohne weiteres. Und wer natürlich noch weiter in der Playlist gekommen ist, wunderbar. Wer jetzt noch irgendwie bei den Reiskörnern auf dem Schachbrett festhängt, der sollte vielleicht noch mal erst die anderen Videos sich anschauen. Ich mache hier mal einen Link auf die Playlist und dann könnt ihr schauen, wie weit ihr da gekommen seid, beziehungsweise auch eben erstmal mit den anderen Videos weitermachen. So, dann löschen wir hier mal alles raus. Fangen mit einem leeren Bildschirm an. Und das Erste, was ich machen möchte, ich möchte mir eine Dateiliste erstmal anlegen, damit ich die Dateinamen habe, auf die ich dann zugreife. Und dazu brauche ich ein bestimmtes Modul, das nennt sich glob. Und glob erlaubt es uns, auf Dateien in Verzeichnissen zuzugreifen und dabei eben auch schon Filtermechanismen mitzugeben, im Sinne von Sternchen und Extension muss so und so aussehen. So, und ich greife auf einen bestimmten Pfad zu. Ich habe in dem Beispiel es so gemacht, dass ich eben alle Rückmeldungen in ein Verzeichnis reinschmeiße. Und dann spielt es gar keine Rolle, wie viele Dateien dann in diesem Verzeichnis sind. Dieses Programm wird sich dann eben einfach alle Excel-Tabellen aus diesem Verzeichnis holen, sofern sie diesem entsprechenden Namensschema entsprechen. So, und den Pfad, in dem ich das Ganze abspeichere, den will ich hier mal hinterlegen und sage, bei mir ist es eben so, dass aus dem aktuellen Verzeichnis, ich bin ja hier auf D, bei mir D-Daten, Sprachen und so weiter, Beautiful Code in Python, und hier drunter habe ich mir ein weiteres Unterverzeichnis eingelegt und dieses Verzeichnis habe ich genannt Teil 59 Excel. Und dann kommt ein Schrägstrich im Sinne von, danach geht dann der Dateiname los. Und dann sagen wir, okay, und jetzt holen wir uns mal die ganzen Dateien, die darunter existieren. Und die speichere ich in einer Liste ab und diese Liste heißt dann Dateien, Datei N. Und dabei benutzen wir eben dieses Modul, glob. Und lustigerweise die Methode innerhalb dieses Moduls, die heißt glob. Glob, glob. Und sagen dann, okay, greif doch mal auf diesen Pfad zu, den wir gerade ja abgespeichert haben, ergänzt um folgendes Namensschema für die Dateien. Die sollen alle mit Prio anfangen, sollen einen Unterstrich haben und dann ist egal, wie es weitergeht. Und sie sollen vor allem mit XLSX dann enden. Und wenn das geklappt hat, dann gucken wir mal rein, ob wir in Dateien, in dieser Liste, unsere jetzt vier Dateien haben. Ja, und dann taucht hier eine Liste auf und da tauchen die vier Dateien auf. Prio Honk, Prio Meier, Prio Müller, Prio Schulze. Super. Erstes Problem gelöst. Zweites Problem ist dann, dass wir ein Modul brauchen, das überhaupt mit Excel-Tabellen umgehen kann. Und dieses Modul heißt OpenPyXL. Und von diesem Modul importieren wir uns jetzt mal das sogenannte Workbook. From OpenPyXL Import Workbook. Und Workbook erlaubt uns die Anlage einer neuen Excel-Datei, also eine ganz frische. Und das wird unsere Zieldatei sein. Das heißt, wir generieren hier eine völlig neue Excel-Tabelle, die als Ziel dann die Ergebnisse von allen Rückmeldungen aufnimmt. Das war dieses Ergebnis, was ich vorhin gezeigt habe. Und dieses Ding nennen wir Ziel-Workbook. Ich kürze das hier mal ein bisschen ab mit ZWB. Und das ist das, was wir zurückbekommen, wenn wir dort oben diese Methode Workbook nutzen.
Und damit legen wir quasi im Speicher unseres Rechners eine leere Excel-Tabelle an. Die liegt noch nicht auf der Festplatte, aber im Speicher ist sie schon mal vorhanden. So, und jede Excel-Tabelle besteht eben aus unterschiedlichen Arbeitsblättern. Und dann ist immer wichtig, auf welchem Arbeitsblatt wir arbeiten. Auf Deutsch, Quatsch, auf Englisch heißen die Dinger dann immer Sheets. Und deswegen lege ich hier nochmal für unser Ziel Worksheet, ist dann der Begriff im Englischen, für das Arbeitsblatt innerhalb der Excel-Datei. Und das kriege ich, indem ich hier unser Workbook mir schnappe, ZWB, und dort das aktive Tabellenblatt auswähle. Und das nächste, was ich dann mache, ist eben einfach die Spalten zu definieren, die ich auswerten möchte. In unserem Fall, die Tabelle ist ja sehr übersichtlich, habe ich eine Spalte mit den Themen und das liegt unter A, also die Spalte A in meinen Excel. Rückmeldungen enthält dann immer die Themen und die Spalte Punkte finde ich in der Excel-Tabelle unter Spalte B. Und je nachdem, welche Excel-Tabellen ihr auswerten wollt, müsstet ihr hier eben entsprechend angeben, wo diese Themen und Punkte zu finden sind in eurer Excel-Tabelle. Ihr könnt ja beliebige Spalten angeben. Also ihr könnt auch ein V, ein X, ein S oder ein AC oder was weiß ich nicht alles angeben, je nachdem, wie groß eure Tabelle ist, die ihr da auswerten wollt. So, und dann gehen wir schon los und gehen jetzt jede einzelne Datei in unserer Dateiliste durch und sagen vor Datei in Dateien. Und dann sagen wir, jetzt versuchen wir mal den Namen des Teilnehmers aus diesem Dateinamen zu extrahieren. Und den möchte ich abspeichern unter dem Begriff Teilnehmer oder Teilen. Und dabei benutze ich ein Modul, das nennt sich RE und RE steht für Regular Expressions. Und mit diesen Expressions kann man sehr schön in einem String ein bestimmtes Suchmuster identifizieren. Und das macht das Extrahieren des Namens aus dem Dateinamen sehr einfach. Und dazu müssen wir hier oben Import RE sagen, damit wir eben tatsächlich auf diese Regular Expression zugreifen können. Übrigens, das Modul glob und das Modul RE gehören zum Standard-Lieferumfang von Python. Das heißt, ihr müsstet Zugriff darauf haben. OpenPyXL gehört, glaube ich, nicht zum Standardumfang von Python. Das müsst ihr extra installieren. Das macht man, indem man hier unten im Terminal pip install OpenPyXL eingibt. Bei mir ist das schon installiert, deswegen taucht hier Already Satisfied auf. Bei euch läuft dann die Installation durch. Wenn ihr einen Fehler bekommt beim Ausführen der Datei, dass er das Modul glob oder das Modul RE nicht kennt, dann würdet ihr hier auch pip install glob oder pip install RE eintippen. Und für alle Mac-User ist es dann immer pip 3 und dann install und dann der Name des Moduls. Das unterscheidet sich da ein bisschen. Ja, und dann habt ihr eben diese Module auch im Zugriff. So, und jetzt haben wir auch unser RE-Modul und dann sagen wir RE find all. Und als erstes geben wir das Suchmuster mit. Und Regular Expressions sind ein wenig kryptisch, würde ich jetzt mal sagen. Also verdammt kryptisch. Man kann Jahre damit zubringen, diese Suchmuster, Syntax, Logik zu verstehen. Ich mache es jetzt hier relativ einfach. Ich suche nach einem Unterstrich und dann sage ich, dieser Unterstrich wird gefolgt von einem Wortbestandteil. Unter den Regular Expressions sind Wortbestandteile alle Großbuchstaben, alle Kleinbuchstaben und Umlaute. Was nicht dazu gehört, sind Nummern, also Zahlen oder Punkte zum Beispiel. Das heißt also, wir suchen jetzt nach irgendwas, was mit einem Unterstrich anfängt und danach müssen Groß-Kleinbuchstaben kommen. Das ist so die Logik. Und zwar mit dem Plus beliebig viele, bis wir zu einem Zeichen kommen, entweder einer Zahl oder einem Punkt, wo er sagt, na, das passt jetzt aber nicht mehr in dieses Suchschema Schrägstrich W rein. Und dann, das ist das komplette Suchmuster. Und dann sagen wir, in welchem String soll denn das gesucht werden? Das soll in Datei gesucht werden. Und was wir dann zurückbekommen, ist eine Liste aller Treffer, die wir gefunden haben. Und wir finden mehrere Treffer,
weil nämlich das Suchschema an dieser Stelle das erste Mal zuschlagen wird. Er würde nämlich hier den Unterstrich finden und danach kommen Buchstaben und dann würde er sagen, oh, dieser Begriff Unterstrich Excel, das ist der Name des Teilnehmers. Da würde aber immer Excel da stehen, das würde uns nicht weiterhelfen. Und das zweite Mal, wo er das Ding findet, ist beim Dateinamen, weil uns unsere Dateien dann ja immer heißen Prio Unterstrich und dann kommt der Name des Teilnehmers oder des Vereinsmitglieds in dem Fall, Müller-Meyer-Schulze. Das heißt, ich brauche den zweiten Treffer. Und den zweiten Treffer bekomme ich, wenn ich in dieser Liste, die enthält dann alle Treffer, den zweiten Eintrag auswähle. Und dann möchte ich auch noch Folgendes machen. Dieser Name heißt dann Unterstrich Müller und Unterstrich Meier. Und das Unterstrich-Zeichen möchte ich einfach eliminieren, indem ich halt sage, von diesem String möchte ich einfach ab dem zweiten Zeichen eigentlich alle anderen Zeichen haben. Und ab dem zweiten Zeichen heißt dann ab Index 1 bis zum Ende dieses Strings zurückliefern. So, das war jetzt viel Erklärung für relativ wenig Text. Und jetzt gucken wir uns mal an, ob das funktioniert hat. Ja, und was hier auftaucht, ist Folgendes. Von den vier Dateien tauchen auf Honk, Meier, Müller, Schulze. Genauso wie wir es haben wollen. Das heißt, unter Teilnehmer tauchen die richtigen Namen der unterschiedlichen Rückmeldedateien halt auf. Sehr schön. Das nächste, was wir jetzt machen, ist, wir laden jetzt eine vorhandene Excel-Datei. Und die nenne ich jetzt mal Quell-Workbook. Genauso wie oben Ziel-Workbook ja schon. Nutzen wir jetzt aber eine andere Funktion, die heißt Load-Workbook. Und die brauchen Dateinamen. Und da sagen wir, der steht ja in unserer variablen Datei drin. Und man sieht hier, dass Load Workbook noch blau dargestellt ist, weil er diesen Befehl noch nicht kennt, weil wir hier oben neben Workbook nicht nur Workbook importieren müssen, sondern jetzt auch Load Workbook importieren müssen, damit wir eben auch vorhandene Excel-Dateien öffnen können. Und dann können wir hier sagen, okay, das sollte funktionieren. Und dann sagen wir, unser Quell-Worksheet, sprich das Tabellenblatt, auf dem wir arbeiten, selbe Logik wie vorhin, unser Quell-Workbook, und zwar dort das Aktive. Das ist unser Quell-Worksheet. Und dann holen wir uns aus diesem Worksheet erstens die Themen, und die nenne ich dann auch Themen, das ist nichts anderes als eine Liste aller Themeneinträge, also dieses A, B, C und so weiter. Und sage, okay, dabei geben wir jedes X. For x in Quell Worksheet und zwar in der Spalte Themen durch. Und wir speichern dann das ganze x ab, allerdings nur den Value von x, denn dieses x ist dann so ein Objekt von diesem OpenPyXL und enthält noch alle möglichen anderen Attribute, wie zum Beispiel Fontgröße, Farbe, Hintergrund, ich weiß nicht was alles. Man kann also mit OpenPyXL auch tatsächlich jedes Attribut von Zellen manipulieren. Ich brauche jetzt aber nur den Value, das ist der Wert, der in der Zelle drin ist. Den würde ich ganz gerne unter Themen abspeichern. So, dasselbe machen wir mit den Punkten. Dann sage ich Punkte. Nichts anderes als dasselbe Thema, aber jetzt mit der Spalte Punkte. Und dann haben wir eine Liste der entsprechenden Werte, die wir hier zurückbekommen haben. Fein. Und jetzt sagen wir, okay, jetzt muss ich ja eigentlich nur Folgendes machen. Ich muss prüfen, damit wir diese Umsortierung in den Griff bekommen. Wo soll denn eigentlich dieser Punktwert? Beispiel, ich kriege hier als ersten Eintrag Thema A. Nee, blödes Beispiel. Ich kriege als ersten Eintrag Thema H und der hat den Punktwert 1. Und das ist aber in meiner Liste als erster Eintrag drin. Also Thema H und Punkte 1. Und in meiner Ziel, Excel-Tabelle taucht als erster Eintrag unter den Themen das A auf. Und wie kriege ich eigentlich raus, wo müsste denn das H zugeordnet werden? Abhängig davon, wie es in meiner Ziel-Excel-Tabelle aussieht. Und dazu baue ich mir ein kleines Dictionary, das erst einmal das Thema zu einer Zeile umwandelt. Und das ist erstmal ein leeres Dictionary. Und wenn ich die erste Datei öffne, und es ist völlig egal, welche Datei ich dann öffne,
Dann sage ich, okay, schauen wir doch mal, ob dieses Thema to Zeile, ob dieses Dictionary schon gefüllt ist. Und wenn das nicht gefüllt ist, dann machen wir hier Folgendes. Wir sagen, if not Thema to Zeile, dann ist das Ding noch leer. Ja, und wir füllen dann dieses Dictionary mit dem Thema, was hier an erster Stelle steht. Und das Thema ist dann der Key von diesem Dictionary. Und der Value ist dann die erste Zeile, den wir dort holen. Und dann kann man dann später in diesem Dictionary einfach dieses Thema abfragen, wo, auf welcher Zeile liegt denn dieses Thema in unserer Zieltabelle? Und dann spielt es keine Rolle mehr, wie die Umsortierung in den einzelnen Rückmeldetabellen aussah. Er greift dann immer auf die richtige Zeile zu, abhängig davon, wie es in unserer Zieltabelle eben definiert wurde. Und das machen wir jetzt, indem wir sagen, okay, wir haben jetzt hier Thema to Zeile, ist noch nicht gefüllt. Also füllen wir das Ding mal. Und das machen wir mit so einer Dictionary Comprehension und sagen, ich gehe jetzt mal vor Zeile Thema in Enumerate. Themen. Also ich gebe meine Liste der Themen durch und ich brauche aber noch mal einen Zähler. Deswegen mache ich das Ganze mit Enumerate und dann wird hier diese Zeile von 0, 1, 2, 3 hochgezählt, je nachdem, wie viele Themen ich habe. Und dieses Durchlaufen, das ist ja wieder wie so eine Vorschleife. Ich möchte jetzt natürlich mein Dictionary bauen und dann sage ich, okay, und das Dictionary besteht dann aus einerseits dem Thema, das ich bekomme und ich sage dann, dann nehme ich die Zeile, die ich hier durchnummeriere, setze aber nochmal eine 1 hinzu, weil diese Zeile hier mit dem Wert 0 beginnt. Aber mein OpenPyXL kennt nur erste Zeilen mit dem Begriff 1, also nicht 0 indiziert, sondern hat sich da an Excel orientiert. Und da ist es eben auch immer so, dass die erste Zeile einer Excel-Datei nicht 0 als Wert hat, sondern 1 als Wert hat und deswegen muss man hier nochmal eine 1 hinzufügen. Und dann habe ich hier mein Dictionary gebaut, in das ich dann später immer nachschauen werde, wo ich einen bestimmten Punktwert zu einem bestimmten Thema abspeichern muss, in welcher Zeile muss das dann passieren. Und damit korrigiere ich eben diese ganzen Umsortierungen, egal wie sie dann später aussehen. Und dann möchte ich noch ganz gerne in meiner Zieltabelle, möchte ich ganz gerne diese Themen aber bitte auch mal darstellen, damit man eben auch die Namen der Themen dort in dieser Reihenfolge, so wie ich es jetzt das erste Mal bekomme, auch dargestellt hat. Und dann sage ich eben vor Thema in, jetzt kommt ein Spezialthema in ZIP Themen, auch nett, ne? Thema, jetzt kommt ein Spezialthema, ZIP Themen, ich komme gleich darauf, warum wir ZIP Themen hier schreiben. Und dann sagen wir Ziel Worksheet Append Thema. Und dann steht in unserer ersten Spalte unserer Zieltabelle stehen die ganzen Themen dann drin, in der Reihenfolge, wie sie in der ersten geöffneten Rückmeldetabelle aussah. Und alle anderen Tabellen orientieren sich dann danach. So, und warum jetzt ZIP-Themen hier? Es ist so, wenn ich hier Ziel Worksheet App ein Thema mache, dann fügt er in der neuen Zieltabelle in der ersten Zeile die Themen an. Ich möchte das aber in der ersten Spalte haben. Und dieses Umsortieren bekommt man hin, indem man einfach die Liste der Themen nimmt und ZIP macht da draus dann quasi, wenn die Liste der Themen 8 Themen enthält, dann würde ZIP daraus 8 verschiedene Listen machen, die alle einen Eintrag haben. Und dann würde er eben hier 8 Zeilen anfügen an unsere Zieltabelle. Und diese Zeilen haben aber immer nur einen einzigen Wert für die erste Spalte. Und damit habe ich die erste Spalte gefüllt. Das ist so der Trick dabei, dass man hier mit ZIP-Themen arbeitet. Okay, soweit so gut. Dann sagen wir jetzt, schnappen wir uns jetzt mal diese Themen und diese Punkte und ordnen sie den richtigen Zielzeilen und den richtigen Spalten zu. Denn wir möchten ja pro Teilnehmer dann eine neue Spalte aufmachen. Und das machen wir, indem wir jetzt sagen vor Thema Punkt in ZIP Themen Punkte. Und hier fügen wir diese beiden Tabellen Themen und Punkte zusammen, sodass wir so ein Tupel bekommen. Das besteht immer aus dem Namen des Themas
und dem zurückgelieferten Punktwert. Das ist dann dies hier, was wir aufgedröselt haben. Das heißt, wir haben jetzt dieses Thema und diesen Punktwert. Und jetzt müssen wir dieses Thema, müssen wir finden, in welcher Zeile muss ich denn überhaupt dieses Thema dann in der Zieltabelle darstellen. Und dafür habe ich mir meine Thema-to-Zeile-Dictionary-Geschichte gemacht. Das heißt, hier kann ich dann nachschauen, wo dieses Thema eigentlich in unserer Zieltabelle entsprechend in der jeweiligen Zeile auftauchen sollte. Und dann sagen wir, okay, jetzt schreiben wir in unsere Zieltabelle, in unsere Ziel-Worksheet, und zwar an eine bestimmte Position. Und das Erste, was er haben möchte, ist, welche Zeile möchte ich denn jetzt füllen? Also ich greife jetzt auf eine bestimmte Zelle zu, eine bestimmte Zelle in unserer Ziel-Excel-Tabelle. Und dann sage ich, okay, jetzt habe ich ja mein Dictionary, Thema zu Zeile. Und da übergebe ich das Thema, was ich gerade am Hacken habe. Und der liefert mir eine Zeile zurück, und zwar immer die Zeile und für unser Zielverzeichnis. Und damit korrigieren wir diese ekligen Umsortierungen. Und dann sagt er, okay, und in welcher Spalte soll das dargestellt werden? Da sage ich N plus 2. Denn ich möchte ja für jede Datei eine neue Spalte anlegen. Und die Nummer der Datei, die ich jetzt gerade in der Mache habe, hier gehe ich ja alle Dateien durch, die habe ich noch gar nicht. Also muss ich hier noch einen Zähler einfügen und sage dann hier auch Enumerate Dateien. Und dann ist die Logik eben die, dass wir dann sagen, okay, wir haben im ersten Durchlauf steht das n auf 0 und dann n plus 2 heißt dann, dass er das in die Spalte 2 reinschreibt. Und die hätte jetzt eben die entsprechenden Punkte des Teilnehmers dort in der Spalte. Und wenn man dann die dritte Datei, dann würde er eben eine neue Spalte anfügen. Und damit wir dann eben auch tatsächlich in der Überschrift zu dieser Spalte den Namen des Teilnehmers haben, sagen wir jetzt, das hier können wir uns mal kopieren. Nachdem wir die ganzen Werte schon reingeschrieben haben, sagen wir, okay, in die Zeile 1 dieser Spalte legen wir einen bestimmten Value rein und das ist der Teilnehmer. Und dann kommt der Name des Teilnehmers als Überschrift über diese Spalte. Und hier haben wir auch noch vergessen zu sagen, okay, der Value dieser entsprechenden Zelle soll gleich dem Punkt entsprechen. Und das ist eigentlich fast schon alles, noch ohne, allerdings ohne Plausibilitätsprüfung. Und jetzt gucken wir uns mal an, wenn wir jetzt eben dieses Ziel-Workbook abspeichern. Und zwar unter Pfad plus. Und ich nenne das jetzt mal Ergebnis gesamt. XLSX. Dann können wir das ja schon mal laufen lassen. Mal gucken, was er sagt. Sagt gar nichts, er hat das einfach ausgeführt. Und dann gucken wir uns mal in unserem Verzeichnis an, wie das Ganze dann dort aussieht. Und dann haben wir hier das Ergebnis gesamt. Was mich immer nervt, ist, dass wir die ganzen Details nicht haben. Egal, ich mache da einen Doppelklick drauf. Und was kriegen wir zurück? Wir kriegen die Themen A, B, C, D, E, F, G, H. Und Honk hat zurückgeliefert 2, 2, 2, Bindestrich 5, unwichtig 9. Und Meier hat zurückgeliefert 1, 3, 2. Und Müller das und Schulze das. Und jetzt schauen wir uns mal an, ob die Sortierung korrigiert wurde, sprich, ob denn wirklich auch der Schulze zu dem Thema A eine Rückmeldung gegeben hat. So, ich hoffe, man kann das noch einigermaßen lesen. Also gehen wir mal ruhig durch den Honk. Der Honk hat zu dem Thema A eine 2 zurückgeliefert. Der Honk, der ist hier. Und tatsächlich, ach so, das ist übrigens die Reihenfolge auch identisch. Also das müsste dann genau der Reihenfolge entsprechen wie hier. Das sieht aber auch genauso aus, ne? Also ich glaube, das ist, ja, doch, ist identisch. Dann schnappen wir uns mal den Meier. Der Meier hat hier zurückgeliefert und der hat zum Beispiel gesagt, das Thema A kriegt eine 1. Ah, es gibt auch dieselbe Sortierung, das ist eigentlich auch uninteressant. 1, 3, 2, super. Also der Meier und der Honk waren jetzt blöde Beispiele, wie immer, wenn man Beispiele bildet. Aber nehmen wir uns mal den Müller an. Der Müller hat umsortiert. Ne? Der hat einfach das nach 1, 2, 3 sortiert und der hat zu dem Thema B eine 1 abgegeben. Und jetzt gucken wir uns mal an bei dem Müller. Jawohl, unter B steht eine 1, obwohl das B hier an oberster Stelle steht.
hat er es eben nicht Art zusortiert, sondern durch diese Geschichte, unser Dictionary, was die Themen und die Zeilen abgespeichert hat, wusste er genau, dass das Thema B in unserer Zieltabelle in der Zeile 3 vorkommt. Und genau da ist jetzt eben auch diese 1 von dem Müller zurückgeliefert worden. Und zu dem E hat er eine 2 zurückgeliefert. Und da sieht man eben auch tatsächlich, E hat hier eine 2 bei dem Müller. Und das H hat eine 3 bekommen. Und jawohl, das ist richtig zusortiert. Prima. Und der letzte Punkt war noch F, A, H mit 1, 2, 3. Das war bei dem Schulze. Und dann sagen wir F, A, H mit 1, 2, 3. Wunderbar. Und damit haben wir diese ganze Umsortierung, Filtergeschichte, Ausblenden und was weiß ich nicht, alles schon eliminiert. Und jetzt gehen wir nochmal rein und sagen, okay, das war ja easy, hier diese Geschichte mit dem Python. Jetzt setzen wir noch einen drauf und sagen, okay, und jetzt prüfen wir nochmal Plausibilitätsprüfung. Bei jeder Rückmeldung prüfen wir ab, ob die denn überhaupt verstanden haben, was sie zurückliefern sollen. Und das Erste, was wir machen, ist, diese Punkte, die wir hier bekommen, die enthalten jetzt ja jede Rückmeldung in der Spalte Punkte. Und da sind jetzt diese Bindestriche, unbekannt, Texte, andere Zahlen drin und so weiter und so fort. Und das Erste, was ich mache, ist, ich baue mir aus dieser Punktliste eine neue Liste, die nenne ich P, also Punkte Integer, wo ich nur die Zahlen drin habe. Und ich eliminiere damit diese ganzen Texte, Bindestriche und ich weiß nicht was alles. Und sage, okay, dabei gehe ich einfach for x in Punkte durch und ich speichere dann das x hier auch ab. Und jetzt prüfe ich aber, ob der Typ, den ich bekomme, wenn ich das x abfrage, gleich einem Integer ist. Und so kann ich prüfen, ob das ein Bindestrich oder ein String oder sonst was war. Und dann fliegt das schon raus, weil eben der Typ von diesem x eben kein Integer ist. Und das Zweite, was ich prüfe, ich möchte nur Werte haben, die in dem Bereich sind, den ich eigentlich vorgegeben habe. Ich habe ja gesagt, ihr sollt von 1 bis 3 das Ganze machen. Und dann sage ich, okay, unser x soll größer sein als 0 und es soll kleiner sein als 4. Und nur dann wandert es in unsere pint-Liste. Und dann haben wir hier nur noch die gültige Rückmeldung. Und jetzt fängt die Plausibilitätsprüfung an. Die erste Prüfung, die ich mache, ist, wenn die Summe von pint, also alle Einträge zusammengenommen, ungleich 6 ist, dann stimmt irgendwas nicht, weil ja 1 plus 2 plus 3 6 ergibt. Wir haben allerdings den Honk ja mit an Bord und der Honk, da denkt man immer, der ist ja total blöd, weil er gar nichts verstanden hat. Aber was der richtig gut gemacht hat, ist, der hat hier dreimal eine 2 vergeben. Und wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt erst einmal alle Zahlen rausgefiltert, die erstens, also alle Werte rausgefiltert, die erstens keine Zahl sind, damit fliegt dieses Bindestrich und dieses Unwichtig raus. Und da habe ich alles rausgeschmissen, was nicht in dem Bereich von 1 bis 3 existiert. Damit fliegt die 5, die 9, die 16 raus und übrig bleiben 3 mal eine 2. Und das Lustige ist, wenn ich jetzt meine Plausibilitätsprüfung mache mit die Summe der gültigen Werte ist ungleich 6, dann stimmt irgendwas nicht. Dann würde bei dem Honk rauskommen, wieso ist alles in Ordnung? Die Summe ist doch 6, weil der 3 mal 2 zurückgeliefert hat. Also sehr pfiffig gelöst. Da würden wir jetzt irrtümlicherweise noch sagen, das sieht ja alles gut aus bei diesem Thema. Aber jetzt setzen wir noch einen drauf und sagen, okay, jetzt prüfe ich aber, ob denn alle Werte, die ich jetzt hier in unserem pint habe, einem Set entsprechen, das so aussieht. Das heißt, ich sage, ich habe jetzt ein Set, 1, 2, 3 und dieses Set, das muss vorkommen in unserem pint, in unserer pint-Liste. Da muss eine 1, da muss eine 2 und da muss eine 3 vorkommen. Und da sage ich, okay, und diese Prüfung, das mache ich, indem ich halt sage, dieses Set ist ein Subset oder ist eine Teilmenge von einer anderen Menge und diese andere Menge nenne ich jetzt mal pint. Und wenn beide Prüfungen dazu führen, und hier muss man noch sagen, wenn das nicht der Fall ist, also wenn die Summe ungleich 6 ist
Oder diese 1, 2, 3 ist eben nicht eine Teilmenge von diesem p-int, dann haben wir ein Problem. Und mal gucken, ob wir den Honk-Ding festmachen können, ob diese Prüfung jetzt feststellt, dass diese 3, 2 nicht in Ordnung sind. Und dann sagen wir immer dann, wenn das hier zuschlägt, dann sagen wir print f-string und sagen Rückmeldung von, und jetzt kommt der die Variable, die den Teilnehmernamen enthält, ist fehlerhaft. Und dann liefern wir auch noch mal zurück, was hat der eigentlich zurückgeliefert? Nur damit man mal ein Gefühl dafür bekommt, wie sahen seine Rückmeldungen aus, ohne jetzt die Tabelle aufmachen zu müssen, die er zurückgeliefert hat. Und dieses Ding würden wir nicht aufnehmen in unsere Zieltabelle. Und deswegen sagen wir hier Continue und brechen quasi das Einlesen dieser Datei ab und holen uns die nächste Datei und schauen uns jetzt mal an, wie jetzt das Ausführen dieser ganzen Geschichte aussieht. Und dann sehen wir hier, kriegen wir eine Fehlermeldung. Rückmeldung von Honk ist fehlerhaft, denn der hat zurückgeliefert Punkte, also das ist die Überschrift der Spalte, 2-5 unwichtig 9-2-16-2. Und jetzt würden wir ein vertrauensvolles Gespräch mit Honk mal durchführen und ihm nochmal erklären, sag mal Honk, möchtest du dir nicht nochmal überlegen, dass eigentlich nur die Werte von 1 bis 3 erlaubt waren? Und dann sagen wir, okay, na gut, dann muss ich das ja hier korrigieren. Also mache ich hier raus, tatsächlich ist das A-Thema das wichtigste Thema von allen gewesen. Das kriegt das bei mir 3 Punkte. Diesen Strich nehme ich raus. Das hier nehme ich auch raus. Das hier nehme ich raus. Das hier nehme ich raus. Das hier war tatsächlich das zweitwichtigste Thema. Deswegen kriegt es von mir 2 Punkte. Das lösche ich mal. Und das Ding kriegt hier 1 Punkt, weil das ist von den 3 Themen für mich das Unwichtigste. Und alle anderen Themen sind sauber. Und dann würden wir sagen, na, prima, Honk. Super, hast es jetzt auch geschafft, 1, 2 und 3 in eine Tabelle einzutippen. Und jetzt führen wir das Ganze nochmal aus. Und jetzt kriegen wir hier keine Fehlermeldung mehr. Der Honk hat jetzt seinen Fehler korrigiert. Und wenn wir uns jetzt die Ergebnisgesamtliste anschauen, dann taucht der Honk dort auch auf, ist jetzt also aufgenommen in unsere Liste. Und alles, was wir jetzt hier noch machen müssten, um rauszukriegen, was ist denn jetzt insgesamt von allen Teilnehmerrückmeldungen das wichtigste Thema ist, und das kann man hier aber eben selber machen. Kann man auch man könnte es jetzt auch mit Python machen, aber ich habe gesagt, nö, ein bisschen rechnen darf man auch noch mal. Hier würde ich eine Summe einfügen und sagen, okay, wir gehen jetzt jede Zeile durch, bilden hier eine Summe und das machen wir für alle Zeilen und dann sagen wir Autofilter, wie es immer so schön heißt. Und sortieren das Ganze hier absteigend sortiert. Und dann kriegen wir raus, dass das Thema H von allen Teilnehmern das Thema ist, das die höchste Punktwertung in der Summe hat. Und das Thema A ist das zweitwichtigste Thema. Und das Thema D und F sind gleichrangig. Doof, weil wir uns ja eigentlich nur für 3 Themen entscheiden wollten. Aber da muss man dann halt mit leben. Und das Ganze würde funktionieren eben auch, wenn ich jetzt hier 20, 50, 100 oder 1000 Tabellen in diesem Verzeichnis hätte. Und ich hätte dann entsprechend viele Spalten, die ich hier dargestellt habe. Und das sollte mal ein kleiner Exkurs gewesen sein, wie man mit Python sehr schnell solche Konsolidierungen durchführen kann und eben vor allem dann auch gleich nochmal Korrekturen durchführen kann, was die Rückmeldung angeht, darauf hingewiesen wird, wer was Falsches zurückgemeldet hat, kann dann gleich eingreifen und man eliminiert diese ganzen Schweinereien mit Umsortierung, Filter drauf und was weiß ich nicht, Ausblenden von irgendwelchen Geschichten. Das wird hier alles komplett korrigiert. Ja, das soll es gewesen sein. Wenn es euch Spaß gemacht hat, dann Daumen hoch und Abo drücken und wir hören uns dann beim nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt, A Beautiful Code in Python. Bis denn, ciao.